viel Platz brauchen die denn noch? Nee, das passt nicht so wirklich rein ins Gehege. Ist das auch nicht? Das schon eher. Da, holt mal euer Restgehege da hinten noch ab. Wildbereich. Okay, das ist praktisch der normale Bereich. Das ist nicht so viel Platz, mehr, als man bei den anderen hatte. Aber gut, es ist zum Reinkommen, ist es nicht wieder, ist es sehr gut, muss ich auch mal sagen. Euer Gehege passt immer noch nicht. Alter, ich krieg die Krise mit euch. ich krieg die Krise mit euch, Freunde. Das kann echt nicht wahr sein. Krise mit euch. Oh. Schaut das nämlich jetzt auch wieder ein bisschen nach mehr aus. Um euch mache ich mir immer noch Sorgen, Freunde. Ihr habt so viel Platz und das interessiert euch einen Scheißdreck. Treibstoff und Nahrung. Stromgeneratoren verbrauchen im Laufe der Zeit Treibstoff, je nachdem, wie viel Strom sie erzeugen. Ranger-Teams, Einfangteams und MVU verbrauchen Treibstoff und Nahrung beim Verrichten ihrer Aufgaben. Sie werden in ihre jeweiligen Gebäude gelagert. Nahrung und Treibstoff kannst du bei Bedarf über den Gebäudeinfobildschirm nachfüllen. Okay, es sieht so aus, als würden wir das brauchen.
Ja. Auffüllen. Sehr schön. Wo kommen eigentlich die Besucher her? Sind das Besucher? Sind das Forschungsmitarbeiter? I don't know. Was macht ihr eigentlich? Ihr solltet nicht im Dreis gehen und tanzen? Erkundet euer Gehege, verdammte Axt. Was ich mir gedacht habe, ist, was ich nicht verstehe, das Gehege ist doch größer. Dieses Gehege ist doch größer als alle anderen Gehege, die sie haben. Du willst mir sagen, dass dieses Gehege für euch nicht groß genug ist? Das kannst du mir nicht erzählen. Ah gut, jetzt schließen sie vorne wieder den Teil. Da hinten ist noch ein Eck, was ihr erkunden müsst, Freunde. Mann, gibt's doch gar nicht. So kommen wir nicht weiter, Freunde. So kommen wir nicht weiter. So, und dann machen wir das nächste Thumbnail für die nächste Folge schon, und zwar das Beobachten der Stegosaurier, nachdem sie absolut keinen Bock haben. Wortwörtlich.
So. Ich habe immer noch nicht das gesamte Gehege erkundet. Das ist doch bescheuert. Ja, diese kleine Ecke da hinten wird den Unterschied halt auch nicht machen. Ja, Saurierbedrohung. Schön und gut, bis die hier vorne sind. Owen. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben ein Problem. Ich gebe mir Mühe, Claire. Aber so bin ich nun mal. Nicht du. Ach so, die Saurier. Erzähl mir etwas Neues. Okay, wie wäre es damit? Ein riesiger Sandsturm bewegt sich auf uns zu und könnte die Einrichtung auslöschen. Ohne Strom wäre die Sicherheit der Saurier ernsthaft gefährdet. Okay, hör mir zu, Claire. Wir schaffen das. Habe ich dich jemals im Stich gelassen? Eigentlich... Nein. Und das wird auch so bleiben. Wir werden alles tun, was wir können. Wir haben Schlimmeres überstanden. Was ist schon ein bisschen Sand? Baryonyx ist frei. Oh, er geht erstmal schlafen. Sauriergefahr. Öffne deine Schutzräume bei gefährlichen Stürmen, Saurierausbrüchen, um einen Rückgang einer Sicherheitsbewertung zu vermeiden. Betäube jedoch wütende Saurier schnell mit dem Zielmodus oder der Zielerfassung. Transferiere Saurier zurück in ihr Gehege, bevor sie wieder aufwachen. Tobende Saurier können Teile deines Gehegezauns beschädigen oder zerstören und eine offene Bresche hinterlassen. Wähle mit R1 eine Unterstützungsanlage aus und nutze ein Ranger-Team, um manuell Reparaturen zu beginnen oder weise ihnen Reparaturaufträge zu. Ja, das haben wir gerade schon gemacht. Sagen, dass mich unsere aktuelle Lage sehr beunruhigt. So gerne ja. Ich auch helfen würde, ich bin ein wenig eingespannt. Also, wer wird die Saurier beschützen? Und unser Personal? Ja, natürlich. Das versteht sich von selbst. Ich erwähne es trotzdem. Es wäre einfach nur eine Tragödie, diese Tiere wieder zu verlieren. Und mit Tragödie meine ich einen großen finanziellen Verlust. Und natürlich eine Blamage für die Verantwortlichen. Menschen wie Sie? Nun, eigentlich genau ich. Wie vermeiden wir das also? Schritt 1, die Nachzügler einsammeln und alle Saurier wieder in ihre Gehege bringen. Dann können wir an unserer Sicherheitsbewertung arbeiten. Alles klar? Ja, den Plan kann ich befürworten und später die Lorbeeren dafür ernten. Natürlich. Du kleiner Pisser. Natürlich. Hauptsache die Lorbeeren ernten. Da seid ihr ganz groß.
setzen wir den Weg da gleich mal weiter. Weil dann haben wir den Weg auch gesichert. So. Genug Schutzräume jetzt eigentlich verteilt. Na, einer geht noch. So, wir haben jetzt hier einen Schutzraum, wir haben da hinten einen, da haben wir einen. Setzen wir hier noch einen hin. Und dann schaut es eigentlich ganz gut aus. Naja, warte mal, wo ist die Hütte? Das ist tatsächlich dumm. Produkt unterwegs. Wenn wir das Gebäude tatsächlich hier relativ in die Mitte reinstellen, haben wir eigentlich eine Übersicht über alle. Das hätte ich berücksichtigen müssen irgendwann mal. Genau, das passt. Der ist sogar relativ in der Mitte. Kann man notfalls noch ein bisschen schieben. So. Passt. Ah. Die Statusüberprüfung brauchen. Eingehende Übertragung. Mission abgeschlossen. Arizona haben wir hiermit erfüllt. Jawohl. Mit Folge 4. Nice. Läuft doch ganz gut. Weiter. Arizona war sicher. Die Saurier waren sicher. Finch und die Naturschutzbehörde hatten alles, um die Bürokraten fernzuhalten. Für den Moment. Aber die Zukunft war etwas ganz anderes. Kampagne Washington. Vor kurzem haben die Behörden einen Ring von Saurierwilderern zerschlagen. Nach einem Unfall im Lager sind die Saurier freigekommen und machen nun die Gegend unsicher. Nice. Ab in die Kälte. Schnee, jawohl, Hallöchen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um dich einzuweisen. Aber wie du weißt, ist die Situation im Fluss. Unsere kanadischen Freunde sind besorgt, dass einige der Tiere die Grenze überqueren könnten. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wir, das ist die CIA. Meine Sektion ist die AGA, die Abteilung für gefährliche Arten. Ich bin Dr. Dua. Ich verfüge über umfangreiches Wissen in Paläoforschung auf genau diesem Gebiet, bei Jurassic World und an anderen Orten, über die ich leider nicht sprechen darf. Aber ich kenne sehr viele von den Leuten, die hier arbeiten. Ein Wildererlager. Oder was davon übrig ist. Amateure. Sie haben es nur geschafft, dass sie selbst und andere umgebracht wurden. Und unsere Arbeit noch viel schwieriger gemacht. Genau. Mehr erfahren wir aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao und V und wir sehen uns morgen zu Folge 5 in Washington wieder. Und ich habe schon gesehen, da laufen Fleischfresser rum. Bis dahin, Tschüssikowski.